Flurkorb mal weitermachen. Also denn, so wie es denn dunkel wird, fangen sie dann an, doof zu tun. Ne? Jetzt wieder weiße LKW-Zug, ne? Also mit Hänger. Nummernschild konnte man nicht lesen, hat man zugeschmiert. So, und dann tat man doof, das haben wir jetzt auch aufgenommen, als wenn man da genau herrangiert und Lärm macht und so. So, und nebenbei hören sie dann immer diese Geräusche, ne? Als wenn der Pressluftschlauch und so, oder was weiß ich, da immer wieder noch Pressluft ist und so und all sowas, ne? So, das sind diese Geräusche, da lässt man immer Gas ab, ne? Unter unseren Fenstern. Und der Wind steht drauf und das Gas zieht dann immer direkt rein, ne? Sehr potentes Gas, das wir dann auch sofort merken. So, und auch wenn Sie, ich habe das schon so oft gesagt, dass das immer vom Gas ist, auch wenn Sie dann hören, wenn ein LKW oder so vorbeifährt, dass dann so laut mal zischt, das ist dann auch immer Gas, was Sie dann immer gleichzeitig oben ablassen. Also, Sie werden hier nicht gestört. Und gestern haben Sie wohl auch noch ein bisschen Heizöl ausgekippt, weil es schneit ja die ganze Nacht. Oder irgendwas ist noch ganz doll nach Heizöl. Ich glaube nicht, dass sie Diesel nehmen. Heizöl ist ja billiger. Und alles so eine Sache, ne? Also Benzin, ein paar Tage vorher Benzin, ne? So, und sie lenken natürlich immer schön ab. Aber wir sind froh, dass wir diese beiden chemischen Kampfstoffe analysieren konnten. Und es geht weiter, es wird nichts gemacht. Es geht hier einfach weiter. So, wir haben auch noch immer keine Wohnung. Wohnungsamt spielt auch Zeit, würde ich mir gut überlegen, Wohnungsamt, weil man weiß ja nie, ne? Also ich würde sagen, dass die einen Penner sich wenigstens raushalten sollen, was die anderen Penner schon an uns angetan haben, ne, Nadine? Ja. Beim Wohnungsamt, sonst muss ich alle gleich behandeln. Also wir wollen sterne, vernünftige Wohnung und selbstverständlich mit geschlossenen Boden und selbstverständlich so, dass da keiner sofort an uns rankommt oder so und sich unter das Fenster stellen kann, also das Sachen, ne? Weil dieses Zeug ist ja so potent, das kommt ja auch im zweiten und dritten Stock herunter. Gut, dass ich das immer schon gesagt habe, dass wir die ganzen Autos und so immer zum Ausgasen hinstellen, ne? Auch die Chinesen-Penner lassen ihr Auto immer genau da stehen, schön zum Ausgasen für uns, ne? Die sind einfach nur präpariert, ne? Da braucht man bloß keinen Zusatztank reinmachen und den Fußsitz regelmäßig machen und so rein. Wie sie es auch mit den Fahrrädern gemacht haben im Sommer, ne? Habe ich mir auch gezeigt, ne? Da benutzen sie den Fahrradrahmen. Oder das Moped, da ist denn der Tank voll. Das konnten nicht fahren, das haben sie hingeschoben. Ne? Genauso wie um Rewe diese ganzen Autos immer schön für uns ausgasen. Sie wollen es unbedingt wissen. Und wollen es jetzt auch immer unbedingt wissen. Sie haben ja, ich habe glaube ich auch von hinten einmal von der Straßenreinigung die Kehrmaschine gefilmt, hier die größere, ne, den LKW. Das ist nicht die kleine Kehrmaschine, die hier unter uns noch hier fährt. Ne? Also hier liegt kein Lauf, nichts. Ne? Man braucht da nichts in uns herwischen, da ist nichts. Und man fegt da einmal vorbei, also man geht da einmal rüber und dann war es das. Das ist weg. Ne? Aber er muss natürlich diese potenten chemischen Kampfstoffe verteilen. Ne? Über seine Auspuffrohr, was dann fast an unser Fenster dran ist. So, und Sie werden das ja auch ein paar Mal schön zischen hören. Bei der einen Aufnahme, da hat man uns dann auch schön was unter den Fenster gemacht. Ne? Oder man war noch dichter und sagt, wir müssen es mal hören. Aber es ist vielleicht auch unter Fenster eingeleitet. Das möchten wir nicht ausschließen. Wir wollen Ihnen das nochmal erklären, damit Sie es verstehen, auch wenn man uns hier nicht hilft. So, diese große Kehrmaschine, diese weiße, wenn ich mich recht erinnere, in der Zahnerstraße, die ich von hinten gefilmt habe, die hatte dann auch diesen potenten Kampfstoff drin, der verteilt wurde. Wir haben ja was gemerkt. Wir haben Ihnen das dann gleich gezeigt. So. Und der Wind stand günstig, der kam von Süd und wir mussten da lang und dann hat es uns immer schön angepustet. So, und genauso machen sie es im Tunnel. Genauso befeuchten sie im Tunnel. Weiß nicht, Anfang letzten Jahres, ne? Oder Ende vorletzten Jahres mussten wir einmal im Tunnel zurückgehen. Da haben sie dann einfach eine Kehrmaschine stehen lassen im Tunnel. Und da war der Motor an. Ne? Der ganze Tunnel war voll Qualm, das konnte man sehen. Den Kampfstoff kann man nicht sehen, höchstwahrscheinlich. Und tja.
Das hat alles schon so Herzen gestochen. Und wir hatten schon Tränen in den Augen, als wir vorne am Tunnel waren, ne? Von der Mainzer Landstraße, ne? Also ich meine jetzt den Abendtunnel. So, und dann zwingen sie uns immer, dass wir dann rumgehen müssen am Tunnel. So, habe ich alles, habe ich noch was vergessen? So, es ist ganz schlimm, ich habe Ihnen das ja mal gezeigt, auf dem Hof, da gießen sie das nur einfach rein, ne? Und dann geht das Zeug hoch. Ich muss mal kurz unterbrechen.